Das Ende der Woche. Der Anfang einer neuen Folge von Fan, das Sammlermagazin. Diesmal reisen wir wieder nach Eternia zu den Masters of the Universe. Und heute präsentiere ich euch die DVDs zur Serie. Und zwar diesmal von der Firma New KSM. Ja, wieder mit meiner neuen Tasse. Ja, meiner neuen Masters of the Universe Tasse. Prost! Und heute präsentiere ich euch wieder vor der Snake Mountain. Ja, hier habe ich ein bisschen schöner gemacht. Da habe ich hier der Snake Mountain ein bisschen Licht gegeben. Wirkte echt sehr nobel. Und ja, die habe ich euch ja auch schon vor ein paar Wochen vorgestellt in einer Review. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass sie einfach noch stehen. Sieht halt schöner aus bei so einer DVD-Präsentation. Was meint ihr? Ja, wir kommen nun zu der DVD-Präsentation der Masters of the Universe aus dem Hause New KSM. Ja, beginnen möchte ich hier mit der ersten Staffel, dem ersten Teil der ersten Staffel. Es gab ja 130 Folgen, das wissen ja alle Moto-Fans aus der Classic Line. Und New KSM hat dann angefangen, 2008 war es, glaube ich, diese nochmal rauszubringen, nachdem Nixbo die Verwertungsrechte nicht mehr verlängert hat. Hat KSM das übernommen, wie auch in anderen Ländern. Und so gleichen sich eigentlich die DVD-Boxen fast. Ja, bis auf das Bonusmaterial, was ich euch schon mal erzählt habe. Das hat KSM oder New KSM ein bisschen verfeinert und hat mehr Bonusmaterial draufgelegt, auch für Deutschland. Und da sind zum Beispiel auch, zum Beispiel auf der ersten DVD-Staffel sind Extras sind drauf, wie zum Beispiel Dokumentationen zur Sendung im amerikanischen Original mit deutschen Untertiteln, aber auch die Deutschen kommen nicht, davon weg. Oder nicht, wie heißt es? Auch die Deutschen kommen auch auf ihre Kosten, so heißt das. Ja? Und da sind zum Beispiel hier Interviews mit den deutschen Synchronsprechern der Tele5-Synchro, Helgo Liebig, dann Herbert Tennigkeit und Tobias Kluckert sowie Manfred Lehmann. Dieser Original-He-Man aus dem Realfilm aus dem Jahr 87, wo sich die Geister bei den Moto-Fans extrem scheidet. Die einen finden ihn kultig, den Film, die anderen, wie ich zum Beispiel, finden ihn schrecklich, den Film. Ja, wie sieht die DVD aus? Ich habe nur leider dieses dicke Package, weil am Anfang war nur dieses dicke Package gab es, bevor 2010, da komme ich gleich zu, die DVDs geändert worden sind von der New KSM. So sieht man an. Und jetzt kommt der Knaller. Jetzt kommt der Knaller. Ja, wie viele DVDs drin sind, das sind nämlich die ersten, sind die von Folge 1 bis Folge 33 sind drauf. Und wie dick der Schmucker hier ist. Guck mal an, wie weit ich verlängern muss. Krass, oder? Guck mal. Ist das nicht abgefahren? Aber auch mit Liebe gemacht. So viele DVDs sind drauf enthalten. Mit Bonus-Discs und was weiß ich. Ja. Dann natürlich sind da drauf tolle Fotos, ja, aus der Serie. Eigentlich für Liebhaber ideal, dieses Package. Aber ein großes Problem, ein bisschen unhandlich. Und darauf kamen die New KSM denn wohl auch auf die Idee und sagten, ist vielleicht auch ein bisschen umständlich. So machen wir denn 2010, ja, nachdem wir erstmal alle Folgen, ja, in vier solche Schübe, in solchen dicken Wälzer gemacht haben, ja, bringen wir diese denn nochmal in einer normalen DVD-Box raus, erzähle ich Ihnen gleich was zu. Ihr seht ja nochmal hier auf Rückwand, hier Skeletor, der Herr des Bösen auf dieser Rückseite. Ja, ist toll, die DVD, muss ich mal lassen. Die Dokumentationen sind sehr aufschlussreich. Da erfährt man auch so, wie es zu He-Man gekommen ist von Filmations Seite aus. Und woher der geheime Ursprung stand, das war ja damals nicht zu erkennen. Die wenigsten wussten das, dass es eigentlich aus Vikor war, der Urwaldmensch, der Urwald-He-Man, der später Ola hieß. Und von Ola ging es dann hin zu He-Man,
Die Story ist drauf erzählt, ganz interessant. Dann gibt es natürlich ein Storyboard zur Folge 30, The Taking of Grayskull. Grayskull wird verschleppt. Krass. Und dann gibt es 50 detaillierte Profile. Ja, dann wie gesagt, die Interviews mit den Synchronsprechern. Das ist eine tolle DVD. Hab aber leider nur diesen Schmücker. Mir fehlen noch drei. Muss ich mir noch mal zulegen. Dann gab es natürlich, wie gesagt, was ich eben erzählte schon, da haben sich die Macher von UKSM gedacht, 2010 legen wir die Serie nochmal auf, machen aber nicht so einen dicken Schuber, sondern so kleine, so handliche Schuber. Wo ist denn die Staffel? Ist das hier Staffel Season 2? Season 2? So rum muss das sein. Hier ist der zweite Teil von der einen. Und machen es einfach so handlich. Ne? Man macht es rausschuben, ja, rausschuben. Auch tolles Deutsch. Und machen denn so eine DVD mit He-Man. Finde ich handlicher, finde ich das. Ist natürlich ein bisschen minimalistisch, aber immer auf inhaltlich das Gleiche drauf. Also die Extras sind alle gleich. Da sind Werbespots drauf aus der Serie. Interviews mit den Hörspielsprechern wie Monika Barth, Michael Grimm, Herbert Tennigkeit und Helgo Liebig. Ach, ich weiß nicht, ein Hörspiel aus der Trickserie. Ja. Storyboards, also viele Extras. Sehr schön gemacht. Und wenn man aufklappt, sieht man, oh, kommt schon rausgeflutscht. Ist natürlich auch hier natürlich mit Liebe auf Detail ist das hier alles gemacht. Lohnt sich schon, ja. Vor allen Dingen hat KSM angefangen, noch eine verbesserte Bildqualität zu nehmen. Noch eine bessere, als schon die DVDs vorher waren. Und was ich auch schon sagte, bei KSM, den New KSM-Versionen, ist dieser original unberührte Vorspann drauf enthalten. Ja, also dieser Zeichentrick-Opener am Anfang, wo die Schrift hochgescrollt wird. Es ist dieser originale, den man so kennt aus der damaligen Zeit. Nicht so wie bei Nixbu, weil Nixbu hat das ja computeranimiert. Da ist schon mal was für ein Fan drauf. Denn von der Season 2 sieht so aus. Vorne ist hier die Schergen von Skeletor und Skeletor himself. Auf der Rückseite Prince Adam und Cringer, der Angstkatze. Auch sehr schöne Filme drauf. Und die Extras sind noch besser. Da werden die Hörspiele von Europa behandelt als Extra. Da gibt es nämlich Interviews mit den Sprechern, wie Christian Rode, der den Beastman damals gesprochen hat, Douglas Wellbart, er hat den Mechaneck gesprochen, Katja Brügger, das war die böse Evelyn. Und wie ich es mal im Internet erfahren habe, ist das Perverse daran, dass Katja Brügger und Douglas Wellbart, ja, die haben jetzt zusammen, sind in einer Beziehung drin. Also das war damals, wo ich das im Internet geguckt habe. Also Evelyn ist jetzt mit Mechaneck zusammen. Krass. Andreas von der Meen ist dabei. Gott hab ihn selig. Klaus Fuchs, Henry König, Gisela Trove, die Sorceress. Und die Märchenkönigin natürlich. Heike Dine Körtig, die Chefin von Europa, die Hörspiele, mein Gott, was ist heute mit mir los? Die die Hörspiele damals auch produziert hat. Auf dieser Staffel oder auf dieser DVD sind die Folgen 99 bis 130 zu sehen. Da habe ich aber gerade geschlabbert. Guck, was klingelt gerade hier. Moment. Ja, das war gerade Mechaneck, der sich beschwert hat, ich hätte diese intimen Sachen nicht ausplaudern sollen. Es soll da geheim bleiben, dass Mechaneck mit Evelyn jetzt heutzutage zusammen ist. Nee, was ich sagen wollte ist, ich habe gekleckert hier. Das ist die erste DVD von der zweiten Staffel. Und da sind die Folgen 66 bis 98 drauf enthalten. Auch sehr schön gelungen. He-Man mit seinen Freunden. Teela mit Man at Arms. Auf der Rückseite ist Trapture. Als Bonus ist natürlich hier auch zwei Dokumentationen drauf enthalten. Ja? Sowie die Legende lebt, Interviews mit den Fans. Außerdem wird ein Blick auf die Nachwirkungen der Serie sowie das Produktangebot der 80er Jahre zum Thema He-Man geworfen.
zum Beispiel mit Spielzeugen oder Comics sowie Merchandise-Produkten. Ganz gut. Man sieht schon daran, bei den Nixbo-DVDs ja, war die Laufzeit insgesamt 250 Minuten. Hier auf so einer DVD ca. 730. Da sieht man schon, da hat sich NewKSM sich viel, viel mehr Mühe gegeben. Wir können auch mal reingucken nochmal. Hier, wie es aussah, von innen. Ja, seht ihr schon. Krass, oder? Schön. Werbeheftchen natürlich da drin. Und natürlich der Herr Man at Arms zu sehen. Ja. Toll, 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 toll. Und wie auch bei Nixbo haben NewKSM sich entschlossen, den Film Das Geheimnis des Zauberschwertes, wo Prinz Adam seine verloren gegangene Schwester Adora in Etheria sucht, um ihr das Schwert zu überbringen, damit sie sich in She-Ra verwandeln kann, wurde auch dieser Film zusammen mit Weihnachten auf Eternia wurde auch auf eine extra DVD veröffentlicht. Und da gibt es auch auf dieser DVD gibt es noch Trailer zu den Filmen, Karaoke-Version, dann gibt es noch eine Dokumentation, ein synchronisiertes Storyboard-Vergleich. Also da wurde sich echt Mühe gegeben und auf der Rückseite, ja, ist es auch richtig schön gestaltet. Und da drin gibt es natürlich auch, was ich gut fand, ist natürlich auch ein Heft. Ja, mit Inhaltsangaben zu den Figuren, zu dem Film. Finde ich persönlich richtig gut, vor allem schon allein diese Kampfszene mit, kann man sehen, es ist ja unscharf, ne? Mit Trapjaw. Ja, Trapjaw und He-Man in der Kampfszene. Dazu gibt es natürlich auch den englischen Ton und den Synchro-Ton natürlich. Und natürlich hier auch hier, man sieht, so Charakterebeschreibungen. Richtig liebevoll gemacht. Und deswegen echt ein totaler Tipp von mir, diese DVDs wirklich günstig sich im Internet zu schießen. Ja, das war nun meine kleine DVD-Review zu den Masters of the Universe, der Kult-Trickserie aus den 80ern mit den 130 Folgen auf 4 DVDs von NewKSM. Ich hoffe, es hat euch dieser kleine Retro-Rückblick gefallen. Falls ja, hinterlasst mir doch einfach mal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Kommentiert fleißig in den Kommentarleisten und werdet Fan bei Facebook unter Fan das Sammlermagazin oder wahlweise bei YouTube unter bumo.tv. Ja, bis dahin bleibt weiterhin sammelwütig und wir sehen uns, jetzt kommt's, nicht nächste Woche, weil nächste Woche ist ja Karfreitag. Da machen wir auch Siesta, das heißt, wir machen nichts. Wir sehen uns aber dann die Woche wieder. Ich weiß, das Datum weiß ich nicht, aber ich bin so pfiffig und ich blende es unten ein. Das Datum müsste, ich vermute mal, der 6. sein. Freitag, der 6. April, glaube ich. Könnte auch der 7. April sein, aber es ist ja unten schön eingeblendet. Ja, bis dahin, bleibt weiterhin sammelwütig. Bis zur nächsten Woche, frohe Ostern und bei der Macht von Eternia. Tschüss. Come on, come on.